Jetzt haben Sie ein paar Zahlen gehört und jetzt wollen wir ein bisschen auf die Inhalte eingehen, will ich gerne mit zwei Kollegen machen, nämlich Andreas Glas von der Süddeutschen Zeitung, den ich sehr herzlich begrüße, und Alexander Kein von der Passauer Neuen Presse, den ich genauso herzlich begrüße. Das, was hier gemacht wird in den Foren, sind eigentlich auch die Hauptthemen der CSU, aber sind eigentlich auch die Hauptthemen in der deutschen Politik. Sehe ich das richtig? Das sehen Sie absolut richtig. Also ich glaube, die CSU, auch wenn man sich heute wieder diesen Leitantrag ansieht, der beim Parteitag verabschiedet werden soll, dann liest man doch überwiegend die weitgehend bekannten Forderungen, die es von der CSU gibt, in Richtung Berlin. Denn natürlich die Energiekrise, die dominiert alles, auch diesen Parteitag der CSU. Aber wie gesagt, es handelt sich natürlich auch um weitgehend bekannte Forderungen, wirklich eigene bayerische Ideen, jetzt auch mit Blick auf den Landtagswahlkampf, der ja auch mit dem Tag heute ein Stück weit beginnt. Da muss man sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Über die Luft müssen wir gleich noch sprechen, Alexander Kein. Wir haben heute einen Bundespräsidenten gehört, der gesagt hat, da kommen harte Jahre auf die Bundesrepublik und auf die Bürger zu. Was ist die Idee der CSU, damit umzugehen? Die erste Idee der CSU, das ist das, was Markus Söder selber sagt, ist, dass es Bayern von Haus aus schon besser geht als anderen Bundesländern und dass man deshalb mehr Platz habe, mehr Bewegungsspielraum und Freiheit habe und länger Wohlstand erhalten könne als andere. Nur wird das natürlich nicht daran vorbeiführen, dass man auch in Bayern mal langsam aktiv werden muss. Erinnert sei an Zeiten wie die 50er oder 60er Jahre, als Bayern auch schon Energieprobleme hat und als man mit bayerischer Kraft diese Energieprobleme gelöst hat, anstatt immer nur zu sagen, Bonn muss oder heutzutage Berlin muss machen. Ich habe eben mit dem Generalsekretär Huber gesprochen und habe ihn auch gefragt, ist denn die CSU jetzt abgerückt von der früheren Russlandpolitik? Das ist ja im Rückblick ein Fehler gewesen. Das war im Rückblick sicherlich ein Fehler, ja. Ich glaube, dessen ist man sich ein Stück weit auch bewusst in der CSU, wobei da natürlich auch die Haltung ist, dass man sagt, mal, das ist jetzt zumindest die Erklärung, die auch Markus Söder da gibt, dass er sagt, naja, man muss die Dinge immer im Kontext sehen, im Kontext der damaligen Zeit war vielleicht manches auch so nicht absehbar. Nichtsdestotrotz weiß man auch in der CSU, dass dieser Kurs gerade jetzt den Freistaat Bayern energiepolitisch natürlich schon in eine ziemlich schwierige Situation gebracht hat, ja. Also ich glaube, oder was heißt ich glaube, es ist ja bekannt, ne? Es gibt eigentlich kein Bundesland, das derart stark abhängig war und letztendlich ja auch immer noch ist von... 30% sind das gewesen bei Öl und Gas. Ja, also das ist verdammt viel, ja. Und dann haben wir es natürlich mit einem Land zu tun, das natürlich einen großen Wohlstand hat, aber entsprechend groß ist eben jetzt auch die Sorge, dass man auch wegen einer verfehlten Energiepolitik, und da geht es natürlich auch um die erneuerbaren Energien, ja, die auch in Bayern ein Stück weit auch verschlafen wurden, ja, und entsprechend groß sind natürlich auch die Sorgen des Wohlstandsverlusts. Ja. Aber wenn ich da noch was einwerfen darf, gerade das Thema Russlandpolitik, die Bayern haben immer eine ganz besondere Beziehung zu Russland gepflegt. Warum? Die noch entstanden wohl aus alten Zeiten, vielleicht auch aus einem Hilfereflex raus, der ehrlich gemeint war, aber schon auch in Sicht dessen, Bayern als energiearmes Land, 50er, 60er Jahre, man musste an Energie kommen und jetzt hat man das plötzlich geschafft, aus Russland diese billige Energie für den Standard zu bekommen. Nur, ich kann mich erinnern, mit Horst Seehofer in Moskau, er hat Putin besucht, kam zurück und hat von Schießereien in der Ukraine gesprochen, das war nach 2014. Er hat davon gesprochen, dass diese Sanktionen irgendwann auch wieder mal ein Ende haben müssten. Also da war schon auch sehr viel Wohlwollen mit dabei. Da wollte man so ganz besonders Dinge nicht sehen. Und wenn wir bei der Energiepolitik sind, sind wir auch bei der Frage, hat sich Bayern, es wird immer wieder gesagt, die sind ganz großartig bei der alternativen Energie, nicht doch auch anderen Dingen verweigert, etwa der Nord-Süd-Trasse, bei der Bayern immer gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit. Man wollte halt mit den Bürgern es ganz gut machen, keine Probleme, keine allzu großen Widerworte, die bei einer Wahl irgendwie schädlich sein könnten, und hat darüber natürlich nicht gesehen, und das ist jetzt kein Vorwurf, den man unmittelbar der CSU machen kann, wie sehr sich die Dinge am Ende zuspitzen würden. Man dachte, man hätte mehr Zeit, und jetzt haben wir gesehen, diese Zeit ist nicht da. Das ändert aber nichts daran, dass es grundsätzliche Fehler natürlich gab. Ich würde auch sagen, es gibt ja einerseits auch recht, dass man sagen muss, klar, andererseits, keine andere Partei wie die CSU hat eigentlich so großspurig auch darüber gesprochen, wie stark man die erneuerbaren Energien auch anschieben möchte. Ne? Man hat sich besonders ehrgeizige Klimaziele hier gesetzt in Bayern. Deswegen muss man vielleicht dann auch sagen, dass man jetzt
in der Nachbetrachtung dann mit Bayern auch etwas strenger ins Gericht gehen muss. Wenn ich nur eins dazu sagen darf, man kann jetzt aber die CSU auch nicht völlig verdammen. Die Fehler wurden gemacht. Es wurden viele Fehler gemacht in der Nachschau. Die Frage ist, wie will man jetzt die Gegenwart gestalten und wie will man die Zukunft gestalten? Und da sind ein paar Punkte dabei, wo ich jetzt einmal sage, Bayern zu einer Wasserstoffdrehscheibe zu machen, zu sagen, wir haben hier große Flüsse, wo vielleicht viel möglich ist. Wir haben eine Pipeline schon aus Dresd, aus dem Mittelmeer, wo man vielleicht mehr machen kann. Es gibt schon Raffinerien in Bayern. Da könnte schon auch Musik drin sein, denn eins ist auch klar, der Süden Deutschlands ist der Industriestandort in Deutschland. Der gesamtdeutsche Wohlstand wird zum wesentlichen Teil auch im Süden erarbeitet. Mhm. Und das muss man erhalten. Aber Herr Kainer-Glas, da haben wir genau ein Problem. Es ist auch ein Standort, der sehr sensibel ist, was zum Beispiel die Automobilindustrie anbetrifft. Also ich bin noch nirgendwo in Deutschland so viel überholt worden in diesen Tagen bei 130 wie in Bayern. Und zwar dann wirklich von den ganz großen Limousinen mit 200, 220. Da ist auch so ein bisschen die Gefahr, das ist zwar prosperierend, aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch ganz viel in Bayern nicht mehr. Das ist definitiv der Fall. Also ich meine, man spürt jetzt einfach, dass die Fallhöhe in Bayern natürlich sehr, sehr viel größer ist als in manchen anderen Bundesländern. Ja. Es ist, wie Sie es ansprechen, gerade die Automobilindustrie, davon lebt Bayern enorm. Ja. Deswegen merkt man auch jetzt, dass Markus Söder natürlich ganz speziell auch mit diese Sorgen auch immer wieder thematisiert. Das Auto spielt ja gerade auch im ländlichen Raum eine ganz, ganz große Rolle. Wir hören jetzt ganz, ganz viel Aussagen von Markus Söder, dass er vor allem im ländlichen Raum mit der CSU wieder stärker punkten möchte. Es geht um so Fragen wie Erhöhung der Pendlerpauschale. Das Auto rückt da sicherlich wieder sehr viel stärker jetzt auch in den Vordergrund. Wenn ich was sagen darf, ich hoffe, das ist jetzt keine Schleichwerbung. Rund um so einen Parteitag gibt es immer auch Wirtschaftsunternehmen, die ausstellen. Und das, was hier ausgestellt ist, ist von der Firma BMW, ein sehr, sehr großer 7er BMW, der rein mit Strom unterwegs ist. Als Standortproduktion ist das natürlich toll, das kann Wohlstand ein Stück weit hier halten. Nur, was der Kollege zu Recht sagt, den ländlichen Raum, wenn wir den in Zukunft mit Strom bespielen sollen, so ein 7er BMW kann sich nicht jeder leisten. Ja, weil es ja auch tatsächlich ein Land ist, Bayern, wo es zum Beispiel Niederbayern gibt, wo ländliche Räume sind, die nicht nur eine große Entfernung zu den Industriestandorten haben, sondern im Zweifelsfall auch Menschen haben, die sich eben keinen 7er BMW kaufen können, selbst wenn er ein Elektrowagen ist, und die darauf warten, dass da eine Antwort kommt. Man kann ja nun nicht überall Elektrobusse anschaffen. Was will da die CSU machen? Ja, und wir reden da vor allen Dingen auch von Menschen, die ja auch jeden Tag einpendeln. Also wir haben Menschen im Bayerischen Wald, ja, die pendeln dann nach Dingolfing zu BMW zum Beispiel. Das sind ja trotzdem schon enorme Strecken. Ne? Ich meine, du weißt es besser, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber die fahren um 4.30 Uhr so ungefähr los morgens. Ja, ja genau, so ist es. Und da habe ich jetzt, merkt man natürlich, dass sich die CSU gerade jetzt in so einer Phase, in der sich genau diese Menschen auch große Sorgen machen, ja, wie sie das auch finanziell noch stemmen können, natürlich sie wieder sehr, sehr viel stärker als deren Fürsprecher und Interessensvertreter inszeniert. Gleichzeitig muss man sagen, die Forderungen richten sich natürlich auch hier in erster Linie nach Berlin. Auch da muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht allzu viel Konzepte aus Bayern gehört. Aber da liegt natürlich auch eine Schwierigkeit, die man nicht übersehen darf. Bayern hat sehr viele Menschen in den Städten, aber ebenso viele Menschen auf dem Land. Und eine konsistente Politik zu machen, die sowohl für die Städte funktioniert, wo oft auch eine andere Forderungshaltung da ist. Da muss die U-Bahn funktionieren, da ist Carsharing vielleicht eine ganz tolle Geschichte. Das funktioniert so auf dem Land nicht. Und diesen Spagat hinzukriegen, das ist in der Tat nicht sehr einfach. Da haben es jetzt, sagen wir mal, Politiker in Berlin, in Bremen oder Hamburg etwas einfacher. Ganz wichtiges Thema, das müssen wir noch kurz ansprechen, ist natürlich auch die Migration. Die innere Sicherheit, das ist das Kernthema auch immer der CSU gewesen. Da gibt es Äußerungen von Söder, die hart kritisiert worden sind. Ja, früher, Sie sprechen vor allen Dingen die Äußerungen von früher an. Ne? Da reden wir über solche Aussagen wie Asyltourismus. Ich glaube, das ist jetzt was man ihm nicht mehr nachtragen sollte, nicht mehr allzu sehr. Davon hat er sich jetzt oft genug distanziert und hat sich auch mehrfach dafür entschuldigt. Viel interessanter wird jetzt tatsächlich, wie wird ein Markus Söder reagieren, wenn sich die Dinge wieder zuspitzen sollten. In Bamberg sagt die Stadt, wir können niemanden mehr aufnehmen, es ist alles voll.
so ist es. Und natürlich führt es dann auch wieder zu Konflikten innerhalb der Bevölkerung. Ne? Also es werden jetzt wieder Turnhallen quasi in Beschlag genommen, um dort Flüchtlinge unterzubringen, was natürlich in einer angespannten Situation wie jetzt, in der die Menschen sich schon viele Sorgen auch wegen der Energiekrise machen, dann zusätzlich vielleicht noch Platz machen müssen für andere Menschen, die zwar sehr viel stärker Not leiden, aber natürlich irgendwie in Konkurrenz treten zu ihren eigenen, Sorgen, dann ist es schon irgendwo auch ein potenzielles Pulverfass. Und da wird es schon interessant zu sehen, wie die CSU darauf reagiert, mit der Erfahrung von damals. Weil damals hat man ja versucht, wie der General Markus Blume, der frühere, mal gesagt hat, die AfD quasi zu überstinken. Da hat man sicherlich daraus gelernt, dass man da rhetorisch etwas anders rangeht. Aber es wird eine schwierige Aufgabe. Alexander Kahn, wie groß ist in dem Zusammenhang die Gefahr einer sehr stark bei der nächsten Wahl auftretenden AfD? Also ich halte die in Bayern durchaus für sehr groß, diese Gefahr. Denn Bayern ist, das sehen wir an den langjährigen Wahlergebnissen der CSU, ein sehr bürgerlich geprägtes Land. Und da ist es nur noch ein kleiner Weg, irgendwann unzufrieden zu sein mit der CSU und zur AfD abzuwandern. Und ich habe schon das Gefühl, dass die AfD alles dafür tut, diese Unzufriedenheit zu schüren. Und die CSU umgekehrt, ich hatte ja eingangs gesagt, Bayern geht es ein bisschen besser als anderen, das auch zu nutzen, um diese Unzufriedenheit gar nicht erst entstehen zu lassen. Aber das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und da ist alles möglich. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.